Herzlich willkommen. Wir wollen mit Marion Kraske, die 6 Jahre Büroleiterin in Sarajevo war, für die Bereiche Nordmazedonien, Albanien und vor allem Bosnien-Herzegowina sprechen. Über die Situation vor Ort, über das, was Deutschland, was die Europäische Union in der Region machen oder was sie auch nicht machen. Marion, du warst 6 Jahre Büroleiterin für die Region. Du bist als Feministin da gewesen, als Umweltschützerin, als Menschenrechter und als sehr, sehr politischer Kopf, der und die beziehungsweise kein Blatt vor den Mund genommen hat. Du hast dich nicht kleinkriegen lassen, sondern ganz im Gegenteil dafür gesorgt, dass andere Menschen groß und sichtbar werden, deren Stimme hier nicht und deren Gestalt hier nicht so groß und sichtbar ist, wie sie eigentlich sein sollte. Du hast unerschrocken den Mund aufgemacht. Du hast dich nicht von den Ethnonationalisten, die auch dich angegriffen haben und das zum Teil bis heute noch tun und die Bosnien-Herzegowina auf jeden Fall im Würgegriff haben, du hast dich von denen nicht einschüchtern lassen. Du, ganz im Gegenteil, du hast internationale und auch vor allen Dingen deutsche Organisationen und Personen, ja, ich würde fast sagen, zum Jagen getragen. Also ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass bei einem Gespräch mit der deutschen Botschafterin du ihr doch deutlich erklärt hast, was sie für Möglichkeiten hätte, die Situation zu verbessern. Also allerhand Vorschläge und hast damit nicht hinter dem Berg gehalten. In der Taz ist eine kleine Hommage an dich erschienen, die Erich Rathwälder verfasst hat. Und darin schreibt er: Diplomaten scheuen sich, Konflikte einzugehen, die ihrer Karriere schaden können. Sie neigen dazu, ihre Zeit möglichst geräusch- und konfliktlos über die Bühne zu bringen, obwohl sie in Bosnien über erheblichen Einfluss verfügen. Nicht so Marion Kraske. Sie war als Leiterin der Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo fast 6 Jahre vor Ort. Diese Position ist zwar im Konzert der Diplomaten nicht besonders machtvoll, aber die 51-jährige Journalistin hat wie nur wenige Akteure der internationalen Organisation in dieser Stadt und der Region nie den Konflikt gescheut. Das ist jetzt nochmal ein Beleg dafür, dass das nicht nur meine These ist, sondern auch aus berufenem Munde. Und ich finde, daraus spricht ja auch nochmal auf eine ganz besondere Weise deine Leidenschaft für die Region, für die Menschen. Marion, was ist die Quelle deines Engagements und deiner Leidenschaft für die Region gewesen und was ist sie eigentlich immer noch? Vielen Dank erstmal. Danke auch für die Möglichkeit, das Ganze hier nochmal Revue passieren zu lassen. 5,5 Jahre insgesamt war eine lange Zeit. Und ich denke, wir haben einiges angeschoben, einiges erreicht. Meine Motivation ist bestimmt auch ein bisschen natürlich familientechnisch bedingt, weil ich die Region vielleicht ein bisschen besser kenne als so mancher Internationale. Meine Mutter ist im ehemaligen Jugoslawien geboren und das treibt natürlich auch an. Es gibt im Übrigen viele Leute aus der Diaspora, ehemalige Kinder der Diaspora, die einfach auch wieder zurückgehen und sich engagieren. Insofern bin ich mit Sicherheit auch nicht die Einzige. Was mich antreibt ist, und ich glaube, das haben wir versucht, im Büro Sarajevo umzusetzen, nicht nur für Bosnien, sondern auch für Albanien und Nordmazedonien, ist eigentlich, dass wir versucht haben, Teil eines dynamischen Prozesses zu sein, also ein Motor zu sein. Nicht nur einfach Projekte abzuarbeiten, sondern wirklich anzuschieben, Akteure, die du angesprochen hast, nicht als nur als Projektpartner zu sehen, sondern wirklich als politische Subjekte. Viele sind ja auch Freunde geworden. Und die haben wir versucht zu unterstützen. Ich glaube, es ist uns in vielen Bereichen gelungen, im Bereich der Luftverschmutzung zum Beispiel, also Umweltpolitik, im Bereich des Frauenempowerment, insgesamt natürlich im Bereich der Menschenrechte. Wir haben die erste Pride Parade mit begleitet. Du warst da, viele Grüne waren auch da aus dem Europaparlament. Christa Sager war auch da aus Hamburg. Es sind eben viele Möglichkeiten, die wir genutzt haben. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen anguckt, wie wir gearbeitet haben, geht es immer ein bisschen darum, dass wir schauen oder geschaut haben, dass wir Sachen vernetzen, dass wir nicht alleine aktiv werden, sondern dass wir sozusagen eine gemeinsame Front bilden gegen Nationalisten, gegen Extremisten und da auch eine rote Linie formulieren. Ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Und es war mir eine Ehre irgendwie, dass ich dabei war, irgendwie
anderthalb Jahre und dass wir wirklich versucht haben, diese Akteure, die es ja gibt, so aufzubauen, dass sie selber von sich aus sagen, wir sind ein politischer Faktor geworden. Und das, glaube ich, haben wir in vielen Bereichen tatsächlich erreicht. Dynamischer Prozess, das ist ja ein wichtiges Stichwort. Das würde sicherlich vielen nicht unbedingt als erstes einfallen, wenn sie an Bosnien-Herzegowina und an die Regionen denken. Aber ich hätte Interesse daran, Mare, mit dir noch das nochmal an einzelnen Themen, die du jetzt auch schon angerissen hast, nochmal ein bisschen vertieft anzuschauen. Und ich würde gern einen Blick werfen auf Dayton, auf die Verfassung, auf die Unfähigkeit der Internationalen, auch grundlegende Änderungen, die jetzt nötig wären, werden wir noch drüber sprechen, herbeizuführen. Das zweite ist das Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Klima, Ökologie und das dritte Thema Frauen- und LGBTI-Rechte. Du hast das eben schon angesprochen und lass uns gern mit letzterem beginnen. Die Rechte von Frauen und LGBT-Menschen sind Menschenrechte, Rechte von Bürgerinnen und Bürgern. Und ich finde immer, der Grad der Verwirklichung dieser Rechte, können alle Menschen ihre Rechte in Anspruch nehmen, ist ein Zeichen für die Frage, wie ist die Demokratie in einem Land entwickelt. Deshalb hat es möglicherweise so lange gedauert, bis in Bosnien die erste Pride, in Sarajevo die erste Pride-Parade stattfinden konnte. Und ich kann das aus meiner Sicht bestätigen, was du gesagt hast. Für mich war es eine der bewegendsten politischen Demonstrationen, an denen ich in den letzten zwei Jahrzehnten sicher teilgenommen habe, weil es ganz deutlich um Menschenrechte ging, um das Recht auf Meinungsfreiheit, um das Recht auf Bewegungsfreiheit, um Anerkennung und um Würde. Warum hat es so lange gedauert, bis es zu diesem Ereignis kommen konnte? Am vorletzten Wochenende fand die dritte Pride Parade statt. Das heißt, vor 3 Jahren war die erste. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen. Ich habe damals meine Kinder nicht zur Pride Parade mitgenommen, weil es einfach massive Drohungen gab. Und warum das so ist, ist ganz einfach zu erklären. Wir haben eben nicht nur die nationalistischen Parteien, also die Serben, die Kroaten und die Bosniaken, sondern es mischen sich permanent in die gesellschaftliche und politische Debatte auch die drei Kirchen ein, also die orthodoxe Kirche, die katholische Kirche und eben halt die islamische Gemeinschaft. Und wenn sie sich auch sonst sozusagen nicht auf vieles einigen können, auf den Hass gegenüber Andersdenkenden, also insbesondere Mitglieder der LGBT-Community, können sie sich eben halt sehr wohl einigen. Und das ist natürlich insofern ein Faktor, den es so in der Region nicht gibt. Deswegen diese komplette Radikalisierung. Deswegen auch permanente Angriffe. Es gibt viele Leute aus der LGBT-Community, die sich nicht trauen, in der Öffentlichkeit offen zu zeigen, dass sie eben halt schwul oder lesbisch sind oder wie auch immer. Das sind tatsächlich Faktoren, die eben halt dazu führen, dass es da wirklich ein hohes Maß auch an Gewaltbereitschaft gibt. Und es gibt dann auch noch die Paramilitärs, die sich eben halt dann auch nochmal einmischen. Das heißt, es ist halt eine Melange aus wirklich radikalisierenden Elementen. Und als wir es damals irgendwie gemacht haben, ich glaube, der Erfolgsfaktor war wirklich, dass auch in dem Moment viele Botschaften, insbesondere der US-Botschafter, gezeigt haben, wir wollen jetzt diese Pride Parade durchziehen. Wir haben dazu beigetragen, auch mit Seminaren, die unser Partner Sarajevo Open Center durchgeführt hat, dass zum Beispiel auch die Polizei geschult wurde, damit Polizisten, Polizistinnen überhaupt verstehen, was überhaupt Menschenrechte sind und warum sie sozusagen verteidigt werden müssen bei so einem Event. Das heißt, wir hatten Scharfschützen, die mit uns gegangen sind. Wir hatten zwei Seiten, die abgesichert sind. Bei der ersten Pride Parade in Belgrad gab es Tote, das wollte man verhindern. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube wirklich, dass das ein Manifest war, ja, zu zeigen, das ist die rote Linie und wir verteidigen die Menschenrechte. Und es hat deswegen funktioniert, weil eben am Ende es wirklich ein Netzwerk gab aus Botschaften, aus NGOs, also auch eben wir dabei, die ganz klar gesagt haben, das ist nicht verhandelbar und das findet jetzt statt. Und ich glaube, dass wir wirklich in vielen kleinen Bereichen so etwas bräuchten, was aber leider nicht existiert, weil einfach der politische Wille fehlt, weil die Durchsetzungsfähigkeit nicht da ist und weil auch manchmal leider das Interesse fehlt. Von vielen Botschaftern habe ich in vielen Bereichen 6 Jahre lang nichts vernommen.
Und wenn wir jetzt nochmal in die Gesellschaft gehen, mein Eindruck war auch bei der Pride, dass die Resonanz auch bei älteren Frauen, die da völlig begeistert gewunken haben und die das auch bewegt hat und die dieses Thema der politischen Freiheit und der menschenrechtlichen Normalität, wie wir vielleicht das empfinden würden, auch sehr, sehr wertgeschätzt haben. Mhm. Das führt nochmal so ein bisschen in diese Frage der Frauenrechte. Es gibt Frauenorganisationen, auch sehr langjährige in Bosnien, aber du hast auch nochmal nach neuen Wegen gesucht, um Frauenrechte präsenter zu machen, wirksamer zu machen. Vielleicht ist das, kannst du nochmal dieses Feld beschreiben, das da an vielleicht auch generationell an unterschiedlichen Frauen am Start ist, die sich um ihre Rechte in Wirtschaft, in Politik, in Gesellschaft kümmern. Mhm. Ja, in Bosnien ist es leider ein bisschen das Problem. 26 Jahre nach dem Krieg haben sich viele Leute auch so ein bisschen eingerichtet, auch seitens der Zivilgesellschaft, dass man eben halt mit diesen Projekten, die ja finanziert werden von Botschaften, von internationalen Organisationen, von der EU, eigentlich ganz gut lebt. Man hat ein gutes Auskommen und muss eigentlich nicht liefern. Insofern habe ich das ein bisschen in Frage gestellt und viele Leute, die sich da als Feministinnen bezeichnen, sind es vielleicht, haben auch für ihren kleinen Bereich natürlich ein bisschen was bewirkt, aber sind eben halt sehr auch auf der Projektebene tätig. Und mir war es immer ein Anliegen, dass wir politischen Wandel befördern und nicht Projekte nur machen, die einfach nicht sichtbar sind oder die keine Nachhaltigkeit mit sich bringen. Insofern haben wir einen ganzen Workshop gemacht. Es war vielleicht auch ein bisschen anstrengend fürs Team, weil wir überhaupt erstmal einige Partner, die eben lange schon dabei waren, in Frage gestellt haben und sind nach Visoko gegangen. Da gibt es eine angebliche Pyramide. In Bosnien ist das ja immer alles irgendwie gleich mitunter etwas fragwürdig. Die Pyramide ist keine, aber sie ist ein touristischer Magnet. Haben diesen Strategie-Workshop gemacht und haben eigentlich gemerkt, dass wir auf einzelne sozusagen dynamisierende Frauen stärker uns fokussieren sollten, die tatsächlich wirklich an politischem Wandel arbeiten. Und das haben wir versucht zu machen. Das ist uns in Teilen gelungen. Und ich glaube, dass eben viele davon auch profitiert haben, weil sie wirklich selber gemerkt haben, sie sind heute im politischen Zirkus akzeptiert. Sie hatten selber kein Vertrauen in sich und ich glaube, wir haben sie so weit motiviert, empowered ist immer so ein bisschen Projektsprache, aber so weit gestützt, motiviert, immer wieder inspiriert, dass sie heute einfach ganz andere Positionen in diesem politischen Diskurs einnehmen können. Und eine Partnerin zum Beispiel, um auch nochmal auf Nordmazedonien einzugehen, hat dann auch in einem Feedbackgespräch einmal nochmal gesagt, ihr oder du, ihr habt uns klar gemacht, dass ich eine politische Akteurin bin, nicht nur Zivilgesellschaft. Ich bin politische Akteurin und ich kann diesen politischen Diskurs verändern. Und ich glaube, das ist total entscheidend. Und gibt es da zwischen den Generationen Unterschiede? Ist das auch ein generationelles Thema? Ja, einerseits ist es halt tatsächlich so, was du beschrieben hast, das war ja wirklich wunderbar zu sehen, dass eben während dieser Pride Parade diese älteren Damen an ihren Fenstern standen und uns zugewinkt haben. Das ist die alte Jugo-Generation, ja. Und die sind in Teilen, muss man sagen, einfach gerade die Frauen sehr viel toleranter als leider junge Mädchen, die eben halt in diesem sehr separierten, segregierten Bildungssystem groß werden, die sehr stark sich dann innerhalb von einer Ethnie dann definieren und definieren müssen, weil sie es so lernen in der Schule, im Elternhaus. Und diese Frauen, diese ältere jugoslawische Generation, ja, die kennt eben halt doch das Miteinander und die haben einfach das Motto, ja, jeder liebt eben, den er lieben kann. Und, und da habe ich wirklich tolle, viele Gespräche geführt. Und deswegen waren auch diese Frauen da und haben Flagge gezeigt. Das fand ich wirklich sehr erstaunlich und sehr schön zu sehen. Wir können das jetzt nicht so richtig vertiefen, aber ich glaube, es gab so einen kleinen Einblick auch in die Gemengelage, die in mancherlei Hinsicht vielleicht ein bisschen anders ist, als wir sie hier von unseren Kontexten kennen. Und ich würde jetzt gerne noch mal ein Stück weitergehen. Ein wichtiger Teil des Büroprogramms sind die Umweltthemen. Mario, du hast Messen für ökologische Produkte in der Provinz organisiert, eine App initiiert, mit der man die Luftverschmutzung in Sarajevo messen kann. Du hast uns immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass die Luftverschmutzung in Sarajevo schlimmer ist als in Beijing und andere Dinge. Also wie stark ist das Umweltbewusstsein in
Bosnien, in Albanien, Nordmazedonien, wo würdest du sagen, sind die Akteurinnen und Akteure, die daraus politisches Kapital schlagen? Nochmal Stichwort, das du am Anfang genannt hast, dynamischer Prozess. Also wo ist das Umweltthema ein dynamischer Prozess? Als ich nach Bosnien kam, war es in der Tat so, ich glaube, wir hatten in der ersten oder im zweiten Jahr irgendwie eine Evaluation und die Evaluatorin verstand eigentlich gar nicht, warum wir uns mit grünen Themen befassten. Und dann hatte sie noch irgendwelche Gesprächspartner, ich kann nur vermuten, wer es war, der dann auch offenbar oder die dann auch mitgeteilt hatte, dass das ja eigentlich marginale Themen seien. Das hat sich total geändert. Ich glaube wirklich, dass wir mit unseren wenigen Mitteln im Vergleich zu anderen großen Donoren, insbesondere mit dieser App, die du auch angesprochen hast, dass wir es geschafft haben, diesen politischen Diskurs komplett zu ändern. Also es ging eigentlich darum, überhaupt diese Luftverschmutzung zum Beispiel in Sarajevo und in anderen Städten wie zum Beispiel Tuzla überhaupt erstmal sichtbar zu machen, weil die Politik das nicht nur ignoriert, sondern einfach komplett ja in Abrede gestellt hat. Und diese App hat eben Folgendes bewirkt, dass auf einmal sichtbar wurde, was eigentlich alle eingeatmet haben tagtäglich. Und dadurch ist sozusagen ein Prozess in Gang gekommen, der eben wirklich sehr dynamisch war. Unsere Partner wurden auf einmal ins Parlament eingeladen. Es gab dann die erste Anhörung im Parlament in Bosnien überhaupt zum Thema Luftverschmutzung, hat es noch niemals gegeben. Und das, fand ich, war eigentlich irgendwie der tollste Erfolgsfaktor bei dieser Geschichte, dass diese Partner, die bislang wirklich sehr marginalisiert waren, die kaum eine Möglichkeit hatten, im politischen Diskurs eine Rolle zu spielen, dass die heute eingeladen werden. Das sind gefragte Experten in ihrem Gebiet. Eine Partnerin arbeitet auch noch an einer Uni und trägt zum Beispiel auch diese Inhalte jetzt irgendwie in die Uni und ist aber nachher auch ins föderale Parlament gewählt worden in Bosnien. Das heißt, es gab wirklich so etwas wie einen Schneeballeffekt, wieder dynamisierendes Momentum. Und da bin ich auch wirklich ein bisschen stolz darauf, weil das wirklich ein komplett anderer Diskurs heute ist mit einer wirklich sehr starken NGO-Szene, die wirklich jetzt fordern, konkrete Maßnahmen zur Bewältigung dieser Umweltverschmutzung. Und das hat sich wirklich eigentlich landesweit geändert. Und landesweit, kannst du das nochmal beschreiben? Wir beobachten ja auch in vielen Regionen, urbane Regionen sind immer so ein Stückchen weiter, also auch was das Klimathema angeht, natürlich durch die internationale Vernetzung, die stärkere. Wie ist es auf dem Land? Du hast Tuzla erwähnt, die Armut und der Versuch, das Leben irgendwie zu bewältigen, auf die Reihe zu bringen, hält ja bisweilen Leute davon ab, also sich den Umweltthemen, Klimathemen zu widmen. Wie ist da so deine Wahrnehmung, wenn man rauskommt aus Sarajevo? In Bosnien ist ja alles anders. In Bosnien ist es tatsächlich wirklich ein bisschen anders, weil in Sarajevo die Lethargie eigentlich mit am größten ist und eigentlich fast die Umweltaktivisten eher in kleineren Städten eine Rolle spielen, entlang auch insbesondere der Flüsse, die sich engagieren gegen diese wirklich Zerstörung dieser wunderbaren wilden Flusslandschaften. Und da finden sich wirklich ganz viele kleine Aktionsgruppen. Wir haben auch eine Gruppe unterstützt, das heißt, die hieß die Mutigen Frauen von Kruštica. Eine ganz kleine Truppe, wir waren dann mal da und ich war wirklich inspiriert von diesen Frauen. Die haben dann da eine Unterkunft gebaut. Die haben da 24 Stunden am Tag diesen Flusslauf geschützt, haben da keinen mehr reingelassen, haben an die kleine Brücke irgendwie verteidigt und wirklich, also der Winter in Bosnien kann ja hart sein, bis zu minus 20 Grad, haben da wirklich ausgeharrt und haben diesen Flusslauf derart verteidigt, dass nachher dieses Staudamm, also dieses Projekt natürlich auch korruptionsbelastet. Ja, politische Faktoren, die dann auch irgendwie gerade mit Korruption verbandelt sind, die dann eben halt vor Gericht gewonnen haben, diese Frauen, und gezeigt haben, dass sie auch vor Ort eben halt in der Lage sind und bereit sind, sich dafür einzusetzen. Also ich würde gerade für Bosnien sagen, dass es eben halt viele kleine lokale Einheiten gibt, die ganz viel Umweltbewusstsein haben, die aber mitunter eben nicht die Fähigkeiten haben. Und da haben wir versucht, die auch zu vernetzen. Das ist uns in Teilen gelungen. Da muss man einfach noch weitermachen und zum Teil auch auf regionaler Ebene vielleicht noch mal ein bisschen ansetzen. Das ist ein guter Satz. Da muss man noch weitermachen. Und das ermutigt dann auch diejenigen, die im Büro sind und auch deine
Nachfolgerin oder sagen wir mal so, deine Nachfolger. Wir haben ja inzwischen in Albanien ein eigenes Büro im Aufbau und insofern ist das auch ein bisschen Frucht deiner Arbeit und deiner Energie und deines Engagements zu sagen, hey Leute, hier ist wirklich viel zu gewinnen und hier sind Menschen, die Interesse daran haben, am Aufbau von Demokratie, von Nachhaltigkeit, von Frauenrechten weiterzuarbeiten. Wir müssen last but not least, Marion, uns Zeit nehmen für das Übel an der Wurzel, so gewissermaßen. Auf der einen Seite die Dayton, die Verfassung, die Unfähigkeit der internationalen grundlegende Änderungen herbeizuführen. Im Grunde besteht Einigkeit darüber, dass die Verfassung dysfunktional ist von Bosnien. Die Institutionen sind nicht für einen Staat von gleichgestellten Bürgerinnen und Bürgern gedacht, sondern ethnopolitisch gepolt. Es geht um Machtaufteilung unter ethnischen Gruppen. Viele fallen da raus. Es hat inzwischen 12% der Bevölkerung fallen da im Grunde genommen raus, was ihre politischen Rechte angeht. Historisch muss man wahrscheinlich gerecht sein und sagen, 1995 war das Ziel, die ethnischen Kämpfe zu beenden. Und insofern war es ein Mittel. Aber seitdem sind sehr viele Jahre vergangen. Und der Preis ist, dass ein funktionierendes Gemeinwohl immer wieder daran gehindert wird, trotz all des Engagements, das du auch gerade geschildert hast, sich wirklich aufbauen zu können und das dann auch in einem funktionierenden Staat zu verankern. Die Venedig-Kommission drängt auf Änderungen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat 5-mal entschieden, dass es diskriminiert, 6-mal jetzt sogar inzwischen, dass die Art, wie es gemacht wird, Menschen unmittelbar diskreditiert. Verfassungsreform, alle wissen, es ist nötig. Nichts ist passiert. Du hast es immer wieder angemahnt, das war auch sozusagen der Hintergrund des Zitates von Erich Rathfelder am Anfang. Was oder wer hält die Ethnopolitik am Laufen? Das ist eine Frage, über die wir reden müssen. Wer sind die Akteure, die etwas tun können, die etwas tun müssten? Wo versagen sie? Und dann gucken wir noch mal auf die jetzigen Verhältnisse. Aber vielleicht erst mal so gefragt, was hält diese Ethnopolitik am Laufen? Warum setzen sich die Kräfte, die du unterstützt hast, empowert hast, gestärkt hast, warum setzen sich die nicht durch? Der Ethnonationalismus in Bosnien ist im Grunde genommen wie so ein Perpetuum mobile. Ja? Wir haben 3 Fraktionen, das sind eben die Serben, die Kroaten und die Bosniaken, die auf Tagesbasis eigentlich Konflikte schüren, ganz klar mitunter, aber hinter verschlossenen Türen zusammenarbeiten, weil sie sich den Staat aufgeteilt haben. Das ist der große Kuchen und den möchte man eben nicht auch noch mit den anderen, die da geklagt haben in Straßburg, die Gerichtsurteile, die du gerade meintest, den möchte man nicht noch mit anderen teilen. Was wir im Moment beobachten seit ein paar Jahren, ist eigentlich eine kontinuierliche Radikalisierung der Agenten. Das ist einerseits auf der einen Seite die serbischen Vertreter in der Republika Srpska, also in der einen Entität, angeführt von Milorad Dodik, der groteskerweise der serbische Vertreter im Staatspräsidium ist, der aber auf Tagesbasis mit Sezession droht und der insbesondere eben auch, und das ist das Gefährliche, finde ich, an dem Diskurs, der nicht die begangenen Kriegsverbrechen anerkennt, insbesondere nicht den Genozid von Srebrenica, sondern der einfach sagt, es gab keinen Genozid. Auf der anderen Seite haben wir die Kroaten, die auch sozusagen aus ihren Verbrechen in der Herzegowina nichts gelernt haben, die nach wie vor eigentlich an diesen alten Zielen der 90er Jahre festhalten. Wir erinnern uns, es gab 1991 ein Treffen in Karadjordjevo zwischen Tudjman damals und Milosevic und der Plan war, es Bosnien aufzuteilen mit all den Vertreibungen, mit den Massenvergewaltigungen, mit den Tötungen, die dann stattgefunden haben. Sie haben es dennoch nicht geschafft. Und diese Agenten, dieser alte Milosevic-Tudjman-Plan, der wird heute weiter betrieben. Und zwar nicht nur von den Kroaten zum Beispiel in Bosnien, von der HDZ Bosnien, sondern auch von den Brückenpfeilern, also in Zagreb. Die HDZ-Regierung muss da insbesondere in Zagreb erwähnt werden und natürlich eben halt auch das Regime, das Vucic-Regime in Belgrad. Das heißt, an der eigentlichen
Konstellation hat sich eigentlich nichts getan. Im Gegenteil, wir sehen eine Radikalisierung und da kommt das Versagen insbesondere der internationalen Gemeinschaft zum Tragen. 2005, 2006 wurde der hohe Repräsentant eingesetzt durch die Vereinten Nationen regelrecht entmachtet und man setzte dann, es war auch eine Entscheidung der deutschen Außenpolitik, man setzte dann fortan auf das famose Prinzip des Local Ownership. Wir müssen heute konstatieren, dass dieses Prinzip gescheitert ist und dass wir in den letzten 10 bis 15 Jahren in diesem State-Building-Prozess eigentlich nur Rückschritte erlebt haben. Das heißt, wenn wir, was wir ja immer machen müssen mit unseren Projekten, wenn wir mal die internationale Gemeinschaft evaluieren würden, müssten wir ehrlich sagen, man hat nichts erreicht. Stattdessen geht der Demokratisierungspfad eigentlich rückwärts. Und das ist, finde ich, eine ziemlich bittere Aussage. Das muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, hier in Berlin, auch in Brüssel, in anderen Mitgliedstaaten. Und ich finde, es gab jetzt eben eine aktuelle Diskussion darüber und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass wir das auch heute noch mal ansprechen können. Der scheidende High Representative Valentin Inescu, der 12 Jahre das Amt innehatte, der hat jetzt in der letzten Phase seiner Amtszeit ein sehr wichtiges Gesetz auf den Weg gebracht. Das ist das Gesetz gegen die Leugnung des Genozids, aber nicht nur, sondern er bezieht sich eigentlich auf der abstrakten Ebene auf alle Kriegsverbrechen, die im Bosnienkrieg begangen wurden und die vor internationalen Gerichten abgeurteilt wurden. Und ich halte das wirklich für einen absoluten, also historischen Meilenstein von Inescu. Er ist ziemlich angefeindet worden. Es gab etliche Diplomaten, die versucht haben, das zu verhindern. Und ich glaube wirklich, dass es sehr wichtig ist, um diesen wirklich radikalisierten, toxischen Alltagsdiskurs einzufangen und um das zu kriminalisieren, was eben kriminell war, Leute umzubringen. Ja, aber wird das gelingen, Marion? Also wenn ich das richtig beobachtet habe, dann war das Argument ja immer, ja, wir können das ja eh nicht durchsetzen. Also die von dir beschriebenen Kräfte werden weiter ihre Agenten und ihre Verehrungen für Kriegsverbrecher fortführen. Und das war ja auch ein Teil des Zögerns von Inescu über die Jahre. Woher nimmst du die Hoffnung und die Zuversicht, dass das auch wirklich die Wirkung hat, die es erzielen soll? Ich glaube, dass es wirklich jetzt in den letzten, 2-3 Wochen, seitdem das Gesetz auf den Weg gebracht wurde, schon gezeigt hat, dass es eine edukative Wirkung gibt, dass es eine zivilisatorische Wirkung gibt. Das heißt, insbesondere Herr Dodik, der den Genozid leugnet auf Tagesbasis, steht ziemlich unter Beschuss. Das heißt, auch wo wir, ich hatte das vorhin ja angesprochen, ich glaube, es geht erst einmal darum, diesen komplett toxischen Diskurs, der Tötungen in Abrede stellt, der Massenvergewaltigungen zum Teil ja irgendwie halt zur Heldentat erklärt, Mladic, der eben halt zum Teil verurteilt in Den Haag, nach wie vor als Held gefeiert wird, egal ob es in Belgrad im Fußballstadion ist oder in Foča von einer Mauer herunter. Unterlächelt. Ich glaube, dass das eben damit sukzessive beendet wird. Es gibt jetzt schon die Staatsanwaltschaft, die ist ziemlich unter Druck. Und das funktioniert ja eben halt auch nur unter Druck. Am Ende haben ja alle Herrn Inescu gratuliert. Die EU, das deutsche Außenministerium, der US-Botschafter, das heißt, sie konnten gar nicht. Ich glaube, beim Genozid und bei Kriegsverbrechen ist es wirklich so, da haben wir uns ein bisschen einlullen lassen. Das ist auch mein größter Vorwurf an die EU. Man kungelt, man hat eine Kumpanei, man hat Dirty Deals, wie es hier der Kollege Bodo Weber ausgedrückt hat, mit den Nationalisten, mit den Extremisten über Jahre lang verfolgt und hat dann auf dem Papier gesagt, wir demokratisieren, was nicht stimmt. Wir haben Stabilisierung vor Demokratisierung gestellt und das rächt sich einfach, weil diese Zentrifugalkräfte am Ende immer stärker geworden sind. Meine Hoffnung ist jetzt wirklich, dass mit dem neuen hohen Repräsentanten, mit Herrn Schmidt,
eine neue Person da ist, die das aufnehmen kann, was Herr Insko eben eingeleitet hat. Insofern bin ich auch Frau Merkel sehr dankbar, dass sie diese Initiative noch zum Schluss ihrer Amtszeit auf den Weg gebracht hat, weil ich wirklich glaube, hier wird ein neuer Fokus gesetzt und die ersten Statements von Herrn Schmidt, die lassen tatsächlich wirklich Hoffnung aufkeimen. Er hat gesagt, ich komme als Freund, aber ich kann auch sehr unangenehm werden. Und das ist einfach richtig. Er hat hoffentlich das Wesen dieser politischen Ethnoclans verstanden. Die EU hat es immer noch nicht. Und insofern glaube ich, es ist im Moment so ein bisschen wieder ein Wechsel. Die EU muss im Moment ganz vorsichtig sein, weil viele Leute die EU nicht mehr wahrnehmen als Korrektiv. Insofern hat der geschwächte OHR, Herr Insko, der über Jahre lang belächelt ist, wurde jetzt mit diesem wichtigen Schritt eigentlich eine ganz neue Situation geschaffen. Der OHR gilt auf einmal wieder als Korrektiv. Und die EU muss aufpassen, dass sie eben halt nicht weiter an Glaubwürdigkeit verliert. Aber Sinn, ich hätte dich genau das jetzt gefragt. Was würdest du Herrn Schmidt raten, was er machen soll? Du hast es schon beschrieben, dass er sozusagen erstmal in die richtige Richtung unterwegs ist. Aber die EU gibt es ja auch nicht. Also es gibt bestimmte Kräfte innerhalb der Europäischen Union, die hier nicht gerade demokratiefördernd wirken in ihren eigenen Ländern und das auch ein bisschen übertragen in Richtung Bosnien. Vielleicht ist es nötig und wichtig, und das war ja auch immer Teil deiner Betrachtung, da auch nochmal zu differenzieren und das auch namhaft zu machen, welche Strukturen genau Bewegung und Veränderung auf der EU-Ebene bewirken. Absolut. Ich glaube zum Beispiel, dass Deutschland da einfach irgendwie noch Spielraum nach oben hat. Ich bin ganz oft gefragt worden, weil ich ja nun mal irgendwie halt auch aus Deutschland bin, aber wo ist eigentlich Deutschland als Korrektiv? Was wir eigentlich als Deutschland tatsächlich, finde ich, wirklich forcieren müssten, ist, glaube ich, eine ganz strategisch, systematisch angelegte Kampagne zum Thema Aussöhnung. Ich finde, dass wir da ganz viel zu sagen haben. Das habe ich ein paar Mal vorgeschlagen, es wird aber gar nicht gemacht. Und ich glaube, dieses Aussöhnungsnarrativ, ich glaube, das wäre wirklich was Deutschland da ganz authentisch vorbringen könnte und wo es dann eben halt auch dynamisierende Prozesse in Gang setzen könnte. Warum man das bislang nicht macht, verstehe ich nicht, ehrlicherweise. Und natürlich, wir haben ein großes Problem innerhalb der EU. Das sieht man schon an der Haltung der Kroaten, die ich vorhin erwähnt habe, die versuchen, die alten Agenden der 90er Jahre durchzudrücken. Die wollen eine dritte Entität errichten. Die wollen eine weitere ethnische Fragmentierung, die auf Tagesbasis eigentlich den Gesamtstaat schwächen, Institutionen eigentlich erpressen, die internationale Gemeinschaft, insbesondere auch die EU-Delegation erpressen und in Brüssel aber sozusagen ganz andere Narrative in den Diskurs einspeisen, nämlich da heißt es dann, wir wollen eine Gleichberechtigung erzielen und wir wollen eine weitere Föderalisierung haben. Ja, de facto eine Gleichberechtigung gibt es. Wer diskriminiert ist, sind nicht die Kroaten, sondern sind die anderen, also Roma, Juden, aber auch groteskerweise zum Beispiel Bürger. Bürger dürfen in Bosnien nicht, eine Frau Sornic hat geklagt, dürfen laut der Dayton-Verfassung in Bosnien nicht antreten für die Wahlen, zum Beispiel zum Präsidium, wenn sie sich nicht in eine der drei ethnischen Einheiten, also nicht als Serbin, als Kroatin oder als Bosniakin deklarieren wollen. Das heißt, dieses Bürgerelement gibt es überhaupt nicht. Und ich denke, dass wir wirklich aufgrund dieser gefährlichen Radikalisierung im Moment einfach einen Neuanfang brauchen, einen Reset. Ich baue da sehr auf Herrn Schmidt. Und wirklich zeigen müssen, was ist eigentlich das Fundament Europas, also der EU. Mhm. Und das ist das Bürgerprinzip. Mhm. Und das ist nicht verhandelbar. Nicht verhandelbar sind Menschenrechte. Und die müssen wir durchdrücken. Die EU leidet im Moment ein bisschen darunter, dass sie eben dieses Local Ownership-Prinzip auch mitverfolgt hat und dass sie eben halt nicht bereit war, bislang das robust
zu vertreten, was unsere Werte sind. Und ich halte das wirklich für einen großen Fehler, weil in den letzten 2 bis 3 Jahren sich eigentlich ein Vakuum aufgetan hat durch diese Schwäche, durch diese strategische, aber auch implementatorische Schwäche der EU. Dieses Vakuum wird gefüllt von Russland und von China. Und ich habe gestern auf der Seite, können Sie alle mal schauen, Balkan Insight, da gibt es verschiedene Rubriken. Das ist eine Internetseite, eine Medienseite auf Englisch. Da gibt es schon die Rubrik China in the Balkans and Russia in the Balkans. Die EU fehlt. Und ich glaube wirklich, dass da müssen in Brüssel die Alarmglocken klingeln, hier im Übrigen in Berlin auch. Denn Russland hat insbesondere auch die Pandemie benutzt, um damit mit Fake News ganz wirklich also seltsamste Narrative irgendwie zu streuen. Und eins ist mal klar, dass insbesondere diese ethnischen Zentrifugalkräfte, die Kroaten, aber auch die Serben, die Bosnien weiterhin zerstören wollen, ganz eng auch mit Russland zusammenarbeiten. Die Türkei hast du sonst auch immer noch mit erwähnt, ja, aber das ist natürlich noch ein weiterer Player, der da auch sich Platz verschafft, genau. So auch ja. Kulturell und in den Ländern. Wenn ich jetzt noch mal gucke, Marion, sozusagen, du hast ja auch eine ganze Reihe von Empfehlungen schon gegeben und hast gesagt, woran muss jetzt eigentlich gearbeitet werden, also ganz abgesehen von der Stärkung und dem Capacity Building der zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure, die, Klammer auf, ansonsten das Land auch verlassen, was sie schon in großen Mengen getan haben, Klammer zu. Du hast das Aussöhnungsthema, aber auch das, also so in so einer Mischung aus robustem, so hast du es irgendwie genannt, ja, robustem Angehen der Themen, aber gleichzeitig also nicht nur ein Gesetz durchsetzen mit den Bonn Powers, sondern auch zu sagen, wir machen euch ein Angebot zum Thema Aussöhnung. Du hast gesagt, die Europäische Union muss viel stärker auch auf ihre Reputation und die Durchsetzung ihrer Standards achten. Wo würdest du sagen, sind Themen im Blick auf Bosnien, aber auch Nordmazedonien, Albanien, auf die es jetzt ankommt, um die Lage da nicht nur zu stabilisieren, sondern auch wirklich zu demokratisieren? Wir haben ja im gesamten Balkan eigentlich das Problem, dass es keine reinen Politiker sind, sondern dass wir eigentlich kriminelle, korrupte Clanstrukturen haben, die eben die Politik nutzen, um sich und ihre Familien und ihre Parteiangehörigen selber zu bereichern. Das heißt, wir haben diese State-Capture-Strukturen, die sind wirklich, ich würde mal sagen, bis 80-90% wirklich überall vertreten. Und die EU muss einfach aufhören, diese Politiker, die keine sind, als Politiker zu behandeln. Das sind Kriminelle. In einem funktionierenden Justizwesen würden viele von denen einfach nicht mehr da sitzen, sondern ins Gefängnis wandern. Und das muss man einfach auch mal artikulieren. Das tut man aber nicht. Stattdessen ist zum Beispiel der EU-Delegationsleiter Herr Sattler im letzten Jahr hingegangen und hat einen sogenannten Mostar-Deal ausgehandelt. In Mostar wurden seitens der extremistischen kroatischen HDZ und der extremistischen bosniakischen SDA über fast 12 Jahre keine Wahlen abgehalten, weil man sich einfach das lokale Budget so aufteilen wollte und da stört dann jegliche parlamentarische Kontrolle. Herr Sattler hat dann Folgendes gemacht und ist mit diesen Parteien, die Teil des Problems waren und die eine Komplettblockade in Mostar über Jahre auf den Weg gebracht haben, hingegangen und hat sich hinter verschlossenen Türen getroffen und hat einen Deal ausgearbeitet, an dem die Opposition nicht beteiligt gewesen ist und schon gar nicht die wirklich eigentlich ziemlich aktive Zivilgesellschaft in Mostar. Und eine unserer Partnerinnen, Steffi Zagalisch, die hier auch ausgezeichnet wurde, eine ganz tolle Frau, die sich da auch dem Revanchismus da irgendwie widersetzt, die hat dann tatsächlich diesen Satz gesagt, ja, die EU redet mit der Mafia, aber nicht mit uns. Und ich glaube, das muss einfach aufhören, diese Kungelei, diese Kumpanei wirklich mit Leuten, die diskreditiert sind und die hochgradig gefährliche Agenten verbreiten. Ich glaube, wir müssen die Zivilgesellschaft als strategischen Partner nicht nur definieren und für sie Seminare veranstalten, was natürlich auch permanent passiert, sondern wir müssen sie einbinden in die politischen Entscheidungsprozesse und sie ernst nehmen und aufbauen. Und das fehlt und ich hoffe wirklich, dass ich auch vielleicht mit Herrn
Schmidt jetzt etwas tut, weil so ein bisschen durch diese neue Rolle des OHR oder wieder neu belebte Rolle des High Representative natürlich überhaupt erst einmal diese Schwäche der EU abgebildet hat. Und das kann nicht im Interesse Brüssels sein. Liebe Marion, das war ein Review der Lage in den Balkan, in den Staaten des westlichen Balkans. Und es war zugleich, es war eine Situationsanalyse und zugleich aber auch Hinweise, woran nicht nur wir als Heinrich-Böll-Stiftung, sondern insgesamt die Europäische Union als nächstes arbeiten muss. Wir sind als Stiftung weiter dran am Thema. Ich habe es gesagt, wir haben zwei Büros, jetzt allein in eins in Albanien, eins in Bosnien-Herzegowina. Bleiben Sie uns gewogen, schauen Sie immer wieder auf unserer Website vorbei. Wir werden uns weiter um das Thema Demokratisierung in den Staaten des westlichen Balkans kümmern. Liebe Marion, ganz, ganz vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.